Hallo, Alexander hier. Das ist jetzt die dritte Satteltasche von meiner 3-Satteltaschen-Serie. Zuerst hatten wir diese hier von BBB, diese hier von Cefal. Und jetzt kommen wir hier zur dritten. Ich wollte eine Satteltasche haben, die halt auf mein Mountainbike drunter passt, wo ich ein bisschen was reinmachen kann. Aber alle drei sind irgendwie allzu klein. Wir gehen alle wieder auf die Reise, aber wir gucken uns nochmal das Ding an. Das Ding ist wirklich unglaublich klein. Das ist sogar noch kleiner als diese Cefal vom anderen Video, was ich gemacht habe. Hat aber hier hinten normale Befestigung für eine Sattelstütze. Und hier neben kann man es auch festmachen, unterm Sattel. Hier kann man vielleicht noch irgendwie was. Ah, hier ist für die. Das ist ganz gut. Für die kannst du so eine Reflektorlampe hier anbringen. So ein Blinky-Blinky hinten. Ganz gut. Wir gucken mal rein. Machen das mal auf. Auf. Moment, ich mach's mal auf. Da hängt so. Eine kleine Naht. Es hängt so eine Naht in diesem. Ja, jetzt haben wir es auf. Interessant ist eigentlich, dass es hier sogar noch, die haben es noch geschafft, in dieses kleine Ding noch hier noch so ein Innenfach rein zu tun. Da könnte man vielleicht noch einen Schlüssel rein tun. Schlüssel hier oben. Ah, interessant, hier gibt es auch noch eins. Hier ist noch so eine Gummihalterung, vielleicht für ein paar Kettenschlösser oder sowas. Und wir machen mal einen normalen Schlauch rein vom Mountainbike. Passt, also dieser Mountainbike-Schlauch passt fast gar nicht rein. Ist dann auch wieder eher was für ein Rennrad mit den dünneren Schläuchen. Ja, geht auch zurück, wenn ihr für ein Rennrad vielleicht eine Tasche sucht. Die finde ich von allen drei am besten verarbeitet. Und auch die meiste Ausstattung drin. Die war auch ganz okay. Die ist auch ganz okay. Wie gesagt, alle drei gut verarbeitet, aber für mich definitiv zu klein. Deswegen geht es wieder auf die Reise. Ich halte es mal an alle Seiten schön in die Kamera rein. Ja, ich packe von der auch einen Link unter Amazon und das Video. Da kannst du dir das Ganze nochmal angucken. Und jetzt geht es gleich wieder auf die Reise zurück zu Amazon.